HR4. Lecker Hessen. Da trifft heute die griechische auf die italienische Küche. Wir machen Gyros, schön kräftig angebraten. Und das kombinieren wir mit Nudeln als Auflauf aus dem Ofen. Das ist ein heißer Tipp von Koch und YouTuber Karl-Heinz Frost aus Espenau im Kreis Kassel. Es klingt erstmal ziemlich schräg, so ein Gyros-Nudelauflauf, aber Karl-Heinz ist durch Zufall auf dieses Rezept gekommen. Erstmal dadurch, dass ich mein eigenes Gyros-Gewürz gemacht habe. Und dann habe ich Putenfleisch gehabt, im Gefrierschrank noch. Habe dann gesagt, ja, dann machst du halt ein Putengyros daraus. Dann ist ja immer die Frage, was macht man denn dazu? Kartoffeln, Reis, Nudeln. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich einfach einen Puten-Gyros-Auflauf. Und zwar mit Nudeln zusammen. Und die Nudeln werden natürlich vorher schön bissfest gekocht. Dann schmeißt man die mit dem angebratenen Gyros und den gedünsteten Zwiebeln in die Auflaufform rein. Die Soße habe ich dann einfach eine Tomatensoße mit dran gemacht. So leicht tomatisiert nur, damit das Ganze auch ein bisschen an Feuchtigkeit und Saftigkeit hat. Die kommt dann ebenfalls dazu. Das Ganze wird durcheinander gemengt. Und ganz zum Schluss kommt oben drüber Käse. Da kann man alle möglichen Arten von Käse nehmen. Das Ganze dann rein in den Ofen backen und dann ist es super lecker. Der Gyros-Nudelauflauf kommt für eine gute halbe Stunde in den Ofen und zwar bei folgender Temperatur. Nicht zu heiß, es reicht 170 Grad. Es ist ja alles schon durchgegart. Aber dass der Käse obendrauf nochmal schön zerläuft, ja, dann ist der Auflauf fertig. Bei seinen Kochfans auf YouTube sind solche Kombi-Rezepte immer ein Volltreffer. Die sind immer sehr dankbar für solche Vorschläge, seine Fans. Ja, auf meinem YouTube-Kanal reagieren die Leute dann mit, oh, toll, wow, lecker, super, tolle Idee. In den Kommentaren sehe ich das natürlich dann immer nur. Ich kombiniere ja sehr viele Dinge, die ursprünglich erstmal gar nicht zusammenpassen. Die Ideen, Putengyros mit Nudeln in einem Auflauf zu verarbeiten, das kommt gut an. Ja, und das können wir zu Hause einfach selber mal ausprobieren. Das Rezept für den Gyros-Nudelauflauf von Karl-Heinz Frost gibt's bei uns im Netz auf hr4.de. HR4. Lecker Hessen.